Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute das Thema Einstieg in das Fitness- und Krafttraining als über 50-Jähriger, der schon lange keinen Bezug mehr zum Krafttraining gehabt hat. Oder vielleicht auch gar nie einen Bezug zum Krafttraining gehabt hat. So, erster Step, was ihr machen müsst, ist natürlich ein Strukturaufbau, ein gutes Zeitmanagement. Die einen oder anderen sitzen jetzt schon da und nicken, weil sie wissen, ohne Zeitmanagement funktioniert in der Regel gar nichts. Klar, in der Anfangszeit ist man natürlich euphorisch. Yes, der Mr. T aus Karlsruhe hat mir gesagt, ich soll Sport machen. Ich lege mal gleich los, 5-mal die Woche. Irgendwann trainiere ich halt. Klappt meistens auch in den ersten paar Wochen, aber irgendwann ist es weg. Warum? Es fehlt das Zeitmanagement. Die saubere Zeitstruktur fehlt. Genau deswegen, Freunde, Over 50, Männer und Damen, ganz wichtig, plant euch euer Training. Das bedeutet, setzt euch in den Terminplaner, schaut rein und wenn ihr Zeit habt, zweimal 30 bis 45 bis 60 Minuten pro Woche ist für mich ein absolutes Minimum. Warum? Ganz einfach, rechnet mal aus, wie oft ihr sitzt. Rechnet mal aus, wie oft ihr nicht aktiv seid, körperlich inaktiv seid. Okay, das sind zweimal 30, 45 bis 60 Minuten schon wie wenn es in der Wüste regnet. Es gibt ein bisschen Feuchtigkeit, aber es werden keine Blumen sprießen. Deswegen zweimal ist für mich ein absolutes Minimum. Wenn ihr könnt, sogar dreimal, damit habt ihr regelmäßige Reize, die abfolgen. So, jetzt gehen wir wieder zurück zum Terminplaner. Genau, das bedeutet für euch, setzt euch hin, Terminplaner auf. Guter Tipp für euch. Wer kann, soll seinen Sport morgens machen. Wer sehr viel arbeitet, soll seinen Sport morgens machen. Warum? Meistens habt ihr abends Business bis 20 Uhr, bis 21 Uhr. Da solltet ihr keinen Sport mehr machen. Es macht keinen Spaß. Ihr seid müde, ihr seid kaputt, ihr wollt aufs Sofa, ihr seid fertig. Ihr wollt noch was für eine Familie haben, müsst noch was essen. Da passt der Sport nicht mehr rein. Morgens fängt bei den meisten die Business Time halb um 9 an. Das heißt, raus mit dem Hintern aus dem Bett, bisschen früher aufstehen und dann schon mal morgens Sport absolvieren. Zumindest einmal die Woche. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, völlig wurscht. Dann haben wir noch zwei Tage in der Woche, die sind in der Regel etwas einfacher zu gestalten. Das sind die Wochenendtage Samstag und Sonntag. Da haben wir ein bisschen größeren Zeitrahmen. So, nutzt diesen Zeitrahmen. Und da könnt ihr euch was einplanen. Samstag, Sonntag, ob das vormittags ist, mittags oder abends ist, ist da nicht ganz so schlimm. Ihr müsst nur planen. Das heißt, ihr müsst eintragen. Es muss in eurem Terminkalender drinstehen, wann ihr was macht. Wenn ihr nichts eintragt, wenn das ganze Vorhaben, euer Projekt, ihr selber keine Priorität hat, dann kann es nicht funktionieren. Deswegen ist das Wichtigste immer, wie bei jedem geschäftlichen Projekt, das erfolgreich sein sollte, ist das Zeitmanagement. Also, das war heute der Einstieg. Der Einstieg in das Krafttraining und da ist es ganz wichtig, wir könnten heute natürlich über Krafttraining reden, über alles Mögliche reden, aber es war für mich wichtig, dieses Zeitmanagement. Ihr müsst wissen, wann ihr was tut. Wenn ihr es nicht tut, ich garantiere euch, ich mache das schon 30 Jahren, ich berate schon seit 30 Jahren Leute, es scheitert in der Regel immer daran, wenn das Zeitmanagement nicht funktioniert. Wenn ihr nicht anständig plant, wird euer Projekt nicht funktionieren. Das gebe ich euch heute schriftlich mit. Brief und Siegel drauf. Ich garantiere es euch. Macht euch Gedanken darüber. Setzt euch hin. Das Erste, was ihr jetzt macht, ihr macht ein Video aus und setzt euch direkt an den Rechner. Setzt euch direkt an den Terminplaner und schaut mal rein, wann habt ihr Zeit? Wann könnt ihr trainieren? Wann könnt ihr Sport machen? Mein Tipp war morgens gleich. Warum? Dann könnt ihr abends oben entarbeiten. Kein Problem, ihr habt immer was für euch gemacht. Zweiter Tipp, am Wochenende habt ihr zwei Tage, wo ihr in der Regel die meisten nicht arbeiten müssen. Zumindest nicht so viel wahrscheinlich wie in der Woche. Also plant diese zwei Tage auf jeden Fall ein. Tipp 3, hohe Priorität, ihr müsst alle anderen Termine außenrum planen. Wenn der Papst euch anruft und sagt, ey Freund, am Samstag machen wir zusammen Party, wir trinken literweise Messwein. Nee, lieber Papst, geht nicht, weil ich habe um 9 Uhr bis 10 Uhr mein Workout. Für mich, mein Projekt für ich. Genau. Das ist ganz wichtig. Das waren jetzt mal drei wichtige Punkte. Zeitmanagement, Strukturaufbau, Step 1. Freunde, das war's. Bis bald. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness auch over 50. Meine Aufgabe.